Ja, hi ihr Lieben, euer Shoemaker wieder da. Ich wünsche euch allen erstmal ein frohes neues Jahr, einen guten Start ins Jahr 2020. Ich hoffe, ihr habt alle gut gefeiert und seid gut reingekommen. Ich auch, auf jeden Fall. Ich war mit Musik machen ein bisschen wieder unterwegs. Wie gesagt, ihr wisst ja, ich bin nebenbei auch Meet mich DJ oder mobiler DJ, so wollen wir es mal nennen. Und da ordentlich Gas gegeben auf einer Party. Aber wie gesagt, wir kommen jetzt erstmal wieder zurück zum Thema und zwar ECK fahren, beziehungsweise ECK Sport. Und da wollte ich mal zeigen, was jetzt in den nächsten Tagen so auf euch zukommt. Ich habe fleißig Unterstützung bekommen von ein, zwei Händlern. In dem Fall einmal CS Elektronik. Die haben mich ein bisschen unterstützt mit Waren, die ich vorstellen soll, werde ich jetzt auch tun. Und da will ich euch generell mal zeigen, was ist so kurz nach Weihnachten alles bei mir eingetroffen. Das andere oder die andere Firma in dem Fall ist LMI Racing. Die Jungs haben mir ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, was ich für euch auch bauen werde, was ich sehr interessant finde und wo ich den Vergleich ziehen möchte, ob die Mehrkosten für das Fahrzeug im Vergleich zu einem anderen Fahrzeug auch wirklich, ja, auch wirklich Sinn machen, beziehungsweise ob man da einen Unterschied merkt. Die Füchse von euch werden jetzt schon wissen, worum es geht wahrscheinlich. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an und zeige euch erstmal, was ich alles so bekommen habe von den Jungs von CS Elektronik und von LMI Racing. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dieser ominösen kleinen Verpackung hier. Eine Programmierkarte. Wofür eine Programmierkarte? Ganz klar. Für die neue Rocket-Regler-Generation, der Rocket 5.1, habe ich bekommen von CS Elektronik, um ihn euch vorzuführen. Ich werde das Ding testen. Wie ist die Leistung? Wie ist die Bremse? Wie fühlt sich das an? Gewicht etc. Tralala. Ich werde den natürlich für euch unboxen vor Ort. Wir gucken, was alles drin ist, was dabei ist, was man eventuell noch dazu braucht, wo die Vor- und wo die Nachteile sind. Und natürlich auch, ich greife mal kurz hier einmal quer rüber. Im Vergleich zum nennfurchtigen alten Rocket V5. Wie hat er sich verändert? Der Rocket 5 oder V5 im Vergleich zum Rocket 5, V5.1. Das erste. So, wie gesagt, Programmierkarte auch mal an der Seite. Dann das nächste Teil aus dem Hause CS Elektronik ist die neue CSX V2 Motorengeneration. Die Motoren sind zulässig laut DMC für die, ja, für die SK-Läufe etc. pp. Hier habe ich die 17,5 Turns Variante. Werde ich Vergleichsfahrten machen zu den, ja, derzeit bekannten 17,5 Turns Motoren, X20, Much More und was da, was ich alles so bei mir im Portfolio habe. Da werde ich euch Vergleichsfahrten zu machen, ein paar Daten, Gewicht etc., Abmaße, so ein Kram. Gibt es natürlich auch ein separates Video zu. In dem Fall bin ich noch was am Plan dran. Ich bin dabei, einen Leistungsprüfstand zu bauen für ECKs, wo ich meinen ECK draufschneiden kann und dann quasi unter Rennbedingungen mal ja, quasi einen Erprobungslauf fahren kann, wo ich dann Daten wie, ich sag mal, Stromverbrauch, Leistung etc. pp. Auslesen kann. Da bin ich dran mit einem Bekannten von mir zusammen, der Mann ist Elektrotechniker, dass wir da einen vernünftigen quasi ECK-Leistungsprüfstand mal auf die Beine stellen können, dass man nicht immer nur die Leerlaufdrehzahl misst und den Stro die Stromaufnahme etc., sondern dass man das Ganze auch quasi mal ja, unter echten Rennbedingungen testen kann. Ja, dann kommen wir zum nächsten ominösen weißen Paket aus dem Hause CS Elektronik. Hier in dem Fall weiße Box, gut schwer das Ding. Steht nichts drauf. Das hier ist die Entladeeinheit passend für das neue Ladegerät von CS Elektronik. Das habe ich wiederum hier. Das gute alte X3, gute alte sage ich schon. Das brandneue X3 Competition, der Duolader. 300 Watt an zwei Kanälen für den Netzbetrieb. 600 Watt, wenn ich ein separates Netzteil nutze. Und wie gesagt, hier wollen wir einfach mal schauen, was kann das Ladegerät? Ja, auch den ganz üblichen Standardkram. Gewicht, Größe, Tralala, Funktionen.
Duo-Lader im Vergleich zu anderen Ladegeräten, macht es da Sinn? Ist es ein gutes Ladegerät oder eben nicht? So, das dazu. Dann natürlich war der Weihnachtsmann auch bei mir und hat so ein paar kleine Sachen gebracht. So ein Pillemann-Kram hier, ich sag mal von MR33. Ist ein Tombola-Gewinn von mir gewesen, ein Karstand. Auch nichts Weltbewegendes, aber ich denke, diesen werde ich in Zukunft vielleicht wahrscheinlich sogar verlosen an einen von euch. Je nachdem, also wer noch Bock hat auf den Karstand, lasst es mich wissen, dann mache ich da eine kleine Tombola und dann kriegt ihr eventuell einen Karstand. Ja, dann nächster Step hier. Wir haben natürlich auch noch ein bisschen was für obendrauf uns besorgt. Ich habe hier eine Fronticaro von Blitz. Das ist der EK9, oder wie das Ding, glaube ich, heißt. Genau, EK9. Der Honda Civic aus dem Hause Blitz. Meine neue Fronticaro. Wofür? Natürlich für den neuen Fronti. Hier nochmal Grüße raus an Stefan und Hendrik von LME Racing. Die Jungs haben mir den brandneuen RF. Ach, RF, sag ich schon, R11F zur Verfügung gestellt. Ich möchte mit euch das Auto bauen. Ich möchte mit euch gucken, wo liegen die Unterschiede bei so einem Fronti im Vergleich zu meinem MTS, den ich fahre. Sind da irgendwelche Sachen anders, was Materialqualität angeht, was den Aufbau angeht, Kniffe, Tricks etc. beim Aufbau werde ich natürlich mit euch zusammen dann herausfinden. Natürlich auch mit Rücksprache. Zu Hendrik, der ist ja super fit, was das Auto angeht. Und da wollen wir mal gucken, was das Auto im Vergleich zu dem MTS so kann. Wo dann halt, ich sag mal, die paar Euro mehr, circa roundabout 100 Euro mehr muss man für den Baukasten auf den Tisch legen im Vergleich zum MTS, ob es die 100 Euro, ob es die wert sind oder eben nicht. Ja, das dazu. Dann haben wir noch eine weitere Tourenwagen-Karo, auch aus dem Hause Blitz. Das ist eine Altis 2.3 und ja, 190 mm. Auch diese, denke ich, werde ich zusammen mit dem Karstand verlosen. Weiß ich noch nicht, wie ich da was mache, verlosungstechnisch. Aber Fakt ist, das wird wahrscheinlich so darauf hinauslaufen, dass ich die beiden Sachen hier zusammen raushaue und euch damit eine kleine Freude machen möchte. So, das dazu haben wir erstmal quasi Weihnachten und die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr abgefrühstückt. Die Frage jetzt an euch: Was ist euch lieber? Womit soll ich anfangen? Möchtet ihr zuerst den Fronti-Baukasten sehen? Möchtet ihr zuerst die Hardware sehen? Möchtet ihr zuerst wissen, was kann der Motor? Was kann der Regler? Was kann das Ladegerät etc.? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich die Videos in der Reihenfolge, wie ihr es gerne hättet, beziehungsweise was die meisten Leute wollen, werde ich damit anfangen. Und dann schauen wir mal, wie wir da weiter vorgehen. Also ich würde von meiner Meinung nach, auf meiner Seite her gerne mit dem Ladegerät anfangen, aber weil es mich auch am meisten interessiert. Aber wie gesagt, wenn ihr da sagt, boah, Ladegerät, kann ich nicht mehr sehen, schreibt es einfach in die Kommentare und dann fange ich natürlich mit dem an, wo die meisten Stimmen für da sind. Ja, ansonsten erzählt doch ein bisschen was. Wie war euer Weihnachten so? Wie war euer Jahreswechsel? Wart ihr auf Rennen? Habt ihr euch reich beschenken lassen zum Thema RC-Kart-Sport? Habt ihr vielleicht irgendwas bekommen, was nicht unbedingt mit der Strecke was zu tun hat oder mit dem RC-Kart-Fahren, mit der Strecke, sage ich schon. Ja, lasst mich wissen. Ich bin ja auch immer neugierig und so ein bisschen Smalltalk nebenbei ist ja auch nicht schlecht. Ja, lasst mich kurz überlegen. Ich würde sagen, für so ein kleines Statement zum Jahresbeginn reicht das für heute erstmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Euer Shoemaker ist raus für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!